Ich glaube nicht, oder? Ja, ich vielleicht kann Stein klopfen. Schau mal. Vielleicht. Ne. Nee. Ist leer. Soll ich wieder aufsetzen hier? Hier vielleicht? Ne, auch nicht. Ich klopfe Steine. Also, schnell. Eisen. Also eine Falsche müssen sie mir schon bald geben. Wieso kannst du hier runter springen? Ja, so wie so ein Rohr, so ein Falsche, was ist das Problem? Stahlschrauben. Wo macht man die nochmal? Ah ne, ich hab die hier noch. Hier habe ich noch welche und hier habe ich auch noch welche. Perfekt, Stahlschrauben haben wir auch genug. Aber falsche Werkbank. Oh, das ist 54 so. Schaden macht ihr, 49 bis 54. Aber Brock nicht. So. Das ist ein großer Stein. 12. Den da hin. Brock jetzt. Dann brauchen wir, ich hab jetzt gleich 300 Steine. Nicht mal hoch, komm schon mal an. Das reicht schon, muss halt reichen. So, 290, 304, let's go. So. Da. Zack, und mischen hier. Alle 40? Spinnst jetzt, oder was? Muss nicht alle 40 machen. Wie viel brauchen wir, haben wir gesagt? Ja, lass alle machen einfach. Ja, was vielleicht brauchen wir das Lithiumdioxid, brauchen wir noch vielleicht. Irgendwie. Wir brauchen 10 Stück brauchen wir noch. Okay. Okay, wir haben 11. Hab ich. Dann können wir. Ich baue einen mal. Ja, mach mal. Hab ich. Und dann schauen wir mal. Ja, wir brauchen Platz. Wohin? So schief kann ich den hier hinbauen? Andersrum. Ach du Scheiße, was war das? Was war das günstigste? Stöcke. Ja. Stöcke und Baumharz. Oder. Ja. Oder Holz Fasern. Haben wir noch genug okay. Hier. Ich hol Fasern, du holst. Ne, ich mach etwas Stück. Warte mal. Ja, aber wir brauchen beides. Wie? Du brauchst. Hier, Fasern und die Triceps. Und die Triceps machst du mit Holz. Also mit den Stöckchen. Ja, hab ich schon. Hab ich. Wo ist das? In dem Dings da. Da, ja. Da. Ne, falsch. Oh Mann. Da. Ich kann 100 machen. Also 1000. Zack, hier. Baumharz, oder brauchst du? Mhm. Na dann, haben wir es ja schon. Ja, wir brauchen trotzdem Fiber. Also. Echt? Ja. Wird das eine nicht dazu, oder was? Mhm. Ich verstehe nicht genau, für was wir Fiber brauchen. Guck doch mal das Rezept an, dann weißt du, was ich meine. Wo ist denn. Also das Fuel-Ding hast du nicht raus, oder? Das ist noch hier drin, ne? Kanister okay. Habe ich schon. Tu den mal da rein. Geht doch schon, brauchst nichts mehr. Das Rezept ist einfach nur Stöckchen und Baumharz. Wo siehst du denn Fiber? Verstehe ich nicht. Hier oben. Ja, aber schau doch mal links Mitte. Schau doch, das machen ja, wir ja, da grad. Machst du mit Stöcke und nochmal Stöcke. Hab ich schon, so fertig. Also, ach egal, du checkst nicht. Es ist schon fertig. Es gibt halt mehrere Optionen. Du kannst Fleisch, Baumharz, du kannst Fasern. Richtig. Und ich mach's halt mit Stöcke und Baumharz. Ja, und Baumharz machst du mit? Ja, mit Stöcken. Hast du eben gemacht. Ja, richtig. Und wenn du, ist egal. Passt schon, alles cool. Ja, du brauchst nur Holz. Fertig. Ende der Geschichte. Ja, aber du bekommst doch viel mehr Fasern, wenn du dir Fasern holst. Ich habe jetzt schon 1000 Fasern, so.
Weißt du, das habe ich gemeint. Man gibt viel weniger aus. Anstatt anstecken. Ja, gut, ich hatte jetzt 40 Holz in der Tasche und das passt und das füllt das Ding auf und gut ist. Was ist geil, wenn es gleichzeitig machen würde? Wir sollten da eine kleine Base bauen, oder? Also so 2x2 Ding. Für den Generator. Oh nein, ich bin. Okay, nevermind. Hat geklappt. Echt? Meinst du, sind wir nicht direkt da? Ist das nicht 5 Meter? Ja, schon, aber ich weiß halt nicht, ob das Ding kaputt geht, was du da gebaut hast. Und einfach so draußen hinstellen, ich weiß nicht. Müssen wir ja. Achso, du kannst. Achso, meinst du der Generator? Nee, ja, der geht doch. Meinst du, der geht nur in einem Haus drin? Ich glaube, das ist so. Wir sprengen das Ding auf und dann kommen Tiere raus oder wir gehen da durch. Oder meinst du, dass wir währenddessen Tiere kommen und es verteidigen? Keine Ahnung. Ich weiß nur, wenn es kaputt geht, haben wir es verspielt. Wie viel ist denn das? Wie stark ist denn das Ding? Ja gut, dann machen wir es aus dem Haus raus. Ich jetzt müssen. Das Ding ist halt. Ist die Gefahr nach dem Aufmachen oder vorher? Wenn sie nach dem Aufmachen, ist es egal. Vorher ist halt doof. Okay, ich habe noch 188 Feuersteinpfeile. Bin ich immer gespannt. Braucht der so viel Sprit oder was? Schon heftig, gell, mit Tier 4 hier. Wenn, wenn das Erz dann nicht respawnt, ne? Dann ist es sehr, sehr schwer, überhaupt weiterzukommen. Der Chemistry Bench oder was? Nee. So, ich mal kurz pinkeln, schreib mal um. Aber ich schätze mal, dass im Endlosspiel muss es ja respawnen. Oder ist es einfach so, dass es halt nicht mehr gibt? Das ist ja auch so auf der Erde, oder? Oder wächst das Erz irgendwo? Ist halt so. Da lässt du 100 Spieler connecten und dann war's das. Schmerzen gerade.
Ja, das denke ich auch. Schmerzen unsere Freunde oder unsere Feinde? Ich weiß gar nicht. Weiß ich nicht. Mal schauen, ob meine Sauerstoffflasche noch reicht. Ja, ein bisschen ist noch drin. Bisschen ist noch. Haben wir noch Oxy irgendwo? Nee. Ja. Natürlich. Ja? Natürlich. Ich muss auch aufladen hier. Ich hab schon einmal aufgeladen mit 1, 2. Zack. Ja, du hast ja noch so viel, Alter. Ja, trotzdem aufladen. Das geht doch nicht. Natürlich. Du musst doch dein Ding aufs vierte stellen. Und meins aufs zweite, dann geht meins. Zum Glück ist der Controller ausgegangen. Food low. Ach du Scheiße. Ja. Habe ich gegessen. Ich denke, wir sollten kurz reloggen, bevor wir die Mission machen. Wieso? Nicht, dass die Viecher da nicht spawnen und wir die Aufgabe da nicht kriegen. Nee, das würde ich nicht machen, weil es sind auf dem Weg dahin ganz viele Viecher. Das ist mir egal. Die spawnen schon. Das zwickelt ja durch die Mission, nur auf dem Weg dahin halt. Weißt du nicht? Das passiert nicht. Alles gut. Das ist ein super Spiel. Ja, das ist nicht, das auch nicht passiert sowas. Missionsfinger ist was anderes. Ja. Wir müssen hier nur das Ding kaputt machen. Den Berg. Also müssen wir das den Berg kaputt zu machen. So, passt schon. Meine Flasche reicht schon wieder. Wir wollen jetzt. Okay. So. Sind wir jetzt gleich in den Krieg, oder was? Alles klar. Was haben wir? Ist das Splitting fertig? Ja, zwei. Zu Kanister dabei oder was? Ja. Machen wir es jetzt mit Haus oder wie machen wir es jetzt? Ja. Okay. Das ist ein Bär oder was? Nee, oder? Bei dir. Ich dachte schon, ist ein Bär bei dir. Essen hier? Acht. Du hast jetzt ganz viele Heiltränke, oder? Sowas habe ich gesehen. 5 Stück habe ich, ja. Und du musst deine Sauerstoffflasche noch mitnehmen. Ah, kannst du sie mir mitbringen? Ich bin hier schon am Bauen. Okay. Also, nimm mal meine Sauerstoffflasche bitte mit. Und noch irgendwas. Ach, dazu in der Steinmetzwerkbank
So, mach mal dann eine Rampe. Und diese Stelzen da. Dass hier gleich was kaputt geht. Also die Bank finden hier. Da vorne. Wie viel Rampe willst du denn haben? Eine. Wie viel Stelzen? Zwei, drei, vier, keine Ahnung. Sind da nicht noch welche drin? Nee. Wollen wir jetzt doch nicht so. Da hochstellen oder so wollen wir jetzt nicht, oder? Aufs Haus. Irgendwie. Und zu viele Tiere kommen. Können wir machen. So. Okay. On my way. Mhm. Kannst du mir vielleicht, willst du dann auch noch einen Hatzern geben oder so von ihm? Wer weiß, was passiert? Ja. Du willst direkt in die Arktis oder was? Krass, okay. Schauen wir mal. Vier große Tiere kommen. Aber schau mal hier, Kai ist in der Mission alleine. Der ist einfach alleine in der Mission. Na, der Arme. Ach, da ist das Ding, okay. Das ist bei mir nicht das erste Mal, geht jedes Mal der Fehler hier. Ja, ich habe unten Stelzen getan, nur drei, eine habe ich noch. Ah, oh, mach die irgendwo hin. Zu hier die Rampe, sagst du? Ja. Sicher nicht, dass der Tier da kommt und rein mit Rampe. Dass wir da verspringen müssen. Also wenn es größer als der Elefant ist, kommt es da nicht rein. Okay. Schon, ob du sie gescheit platzieren kannst, bei mir spackt es ein bisschen. Bei mir sagt es nicht richtig an. Wie riesig ist denn das? Krass. Device Inventory, Fuel. Ja. No Network Connection. Oh. Cool. Wir machen mal wieder aus, ja? Achso, man hört mich gar nicht. Toll. Ne. Headset, genau. Habe ich kurz Chips gekauft, deswegen habe ich gemütet. Genau, passt. Ich bin jetzt mit dem Kabel hier. Ja, mach mal. Wo, wie können sich? Da sehe ich keine Connection. Warte, ich hab schon eine Leiste. Passiert nicht. Rechte Maustaste, linke Maustaste. Ich kann hier nichts machen. Na, gib mal Herz, Ding. Irgendwie muss es ja gehen. Hat er keinen Snap-Point? Also ich muss nur vielleicht vom anderen ausgehen, oder was? Gib mal Herz, Ding.
Hier. Hab kein Snapper bei mir. Hat doch. Was, rechts oder was? Ach so, da rechts hinten. Da habe ich nicht geschaut. Und dann? Und ja, das Ding braucht Unterschlupf. Mhm. Ich kann es ja nicht. Ich kann es ja nicht dran machen. Hey, was ist das für ein Schwachsinn wieder, ey? Das geht nicht. Schau mal eine andere Seite oder so, oder irgendwo. Jetzt. Okay, siehst du. Na gut, dann mach das Ding mal an. Wollen wir nicht irgendwie einen Weg auf das Haus machen? Dass wir hoch können? Weißt du, wie ich meine? Komm da schon hoch. Komm hier so hoch, gut, ja. Was springst du her? Zack, zack, und das ist dann zu weit hier. Scheiße. Ja, sag ich ja. Na, ja, wird schon passen. Hast du Generator angemacht? Ja. Okay, warte, ich hab noch Barfoot, muss ich nachwerfen. Deine Flasche gebe ich dir noch. Achso, warte, aber nicht hier. Warte, ich gebe nichts zu dir ins Haus, wenn dann, nicht, dass es da weg ist, deine Flasche. Zack. Na gut, dann sage ich mal Good Luck. Ja, du ärgert mich. Klatsch ihm eine. Jetzt gibt's Action hier bei uns. Wir haben jetzt bis dahin gebammt, jetzt einen ganzen Tag hier hingebaut. Jetzt geht's los. Kurz husten noch. Jetzt geht's los. Energie. Ach du Scheiße. Boah, geil. Warte, Bruder. Hat er gesagt? Nicht da reingehen, Alter. Lol, ja, geil, Mammuts. Guck an hier. Richtige Mammuts oder Elefanten? Mammuts, oder? Mammuts. Ach, das ist doch kein Problem. Komm doch hinten, Alter. Mal zum 1 fertig, das mittlere ist gleich down. Also nur 3 kommen. Das ist 4. Sind die zusammen, oder was? Digga, wie groß sind die? Erstmal auseinandernehmen. Das war's. Keine Trophäe hast du. Lol, Mammut-Task. What? Ja, Mammutstoßzahn. Mhm. Geil. Ja, easy, hätte man noch so ein bisschen kiten können, Alter, zum Scheiß. Alter, der hat mir 9 Stück gegeben. Ich seh's, ja. Gut. Also die hätte man theoretisch auch ein bisschen kiten können, ne? Mehrere Stunden, die, falls man es allein macht. Ja. Und rein. Proceed through the pass. So, ich hab grad alles nachgefüllt. Ah, ist der da? Ja, und was macht man mit denen? Ich einfach ins Haus hinstellen, so als Trophäe. Das ist doch keine Trophäe. Unbezahlbares Elfenbein von einem wiedergeborenen Titan. Damit bist du der Enthüllung der Geheimnisse von Icarus einen Schritt näher. Okay? Ja, noch geil, warten wir. Geil, Alter. Einfach mega. Lass mal ein paar Lagerfeuer noch bauen. Für die Kälte gleich. Eine schöne Reise, sagst du? Mhm.
Ja, wenn du willst. Krass. Krass, war heftig gerade, oder? Die Action jetzt hier. Brutal. Crafting, Lagerfeuer, 3 Stück. Story hab ging weiter, rein? Kai und Olo. Habt ihr gesehen hier, Kate und Yaro? Dafür haben wir jetzt gebaut. 24 Stunden durchgehend gebaut. Für diese Action. Wir haben auch noch am Start. Geil, oder? Ich hab gesagt, habt ihr beide gesehen? Wir haben jetzt 24 Stunden gebaut für diese Action, die eben passiert ist. Kate und Yaro. Kann ich eigentlich euch zusammen in einem Satz so Keyaro oder Yaro 8? So viel einfacher, kann ich eh mal zu zweit ansprechen. War super krasse Action gerade. Ich habe ja gesagt, als du geschrieben hast, Yaro ärgert mich, klatsche mal ein und schau jetzt zu, ganz wichtig hier. Laut euren beiden Namen geschrien. So, achso, Fasern brauche ich noch. Hast du Fasern? Liegen hier drin, guck mal. Hier liegen Fasern, 110 Stück. Für was brauchst du die? Stein, ja, für das Lagerfeuer. Ich hab 3 Stück. Achso. Hab ich aber schon vorhin gesagt. Einfach eine Klatsch, da passt das schon. Aber echt cool, Chat, dass ihr noch alle da seid. Nachdem wir jetzt 20 Stunden dahin gebaut haben, diese Action zu sehen, ehrt mich. Ehre. Bin stolz auf euch. Meine Hand tut weh. Oh Mann. Nimm das Fleisch und go. Ja, ich warte, bis es durch ist. Hast du schon eins? Hast du schon eins? Ja, ich warte trotzdem, bis es durch ist, sonst verfällt es, weißt du? Ich würde es lieber benutzen, statt dass es verfällt. Ich nimm doch, ist doch schon eins. Das sind 2. Ja, sofort. Aber wenn du jetzt auf alle wartest, brauchen wir 6 Minuten noch. Boah, wir haben 24 Stunden gebraucht, die 6 Minuten macht es auch nichts mehr. Ja, aber du brauchst nicht auf 6 Minuten 6 Fleisch warten. Komm, lass uns proceeden, pass through. Komm, go, komm, 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 nimm die 2 Fleische, komm. Ich will wieder walken, weißt du? Walken? Ist der nicht schon genug gewalkt? Ja, okay, jetzt muss ich wieder zurückkommen. Jetzt muss ich wieder zurückkommen. Hey, lass mich durch. Jetzt hab ich schon die erste Frostbeile. Die Frostbeile wieder weg. Okay, na dann. Action! Kommst du? Sofort. So. So. Da wieder Frostball hier. Cool, endlich mal gescheite Tiere. Machen wir jetzt noch ein paar Dinos, ey. Komm schon, so ein Dilo, komm jetzt her. Müssen wir denn hin? Ach, da ist ein Punkt da oben. Ist schon markiert oder was? Krass. Warte. Hier sind wir. A whole new frozen world. It's kind of beautiful. Jetzt genau wie die andere. You ain't here to admire the view. Lego's group got a theory that tectonic activity means there's more exotics in the mountains. Oui. It's about to get busy up here. So, I guess we'll find out. Also, mehr exotische Materie in den Bergen hier. Na? Ab jetzt. Hat er gesagt. Na? Dann holen wir die. Let's go. Ja, und wir wissen nicht, was hier ist. Wir haben keine Karte. Wir wissen halt, also es ist alles unbekannt hier. Es ist alles unbekannt. Ich habe schon die 2. Frostbeule. Das kann man sich nicht vorstellen, obwohl ich diesen Anzug da anhab. Ja. Ich habe noch gar nichts. Deswegen, das ist halt schon irgendwie komisch. Geil, Mann. Das Schneegebiet ist so ultra. It looks kind of beautiful, hat er gesagt. Das ist
Geil, da haben wir jetzt hier, haben wir hingespielt jetzt hier. 24 Stunden. Geht's, Cent? Du glaubst doch nicht, die machen das so einfach. Einfach inkredible hier, was wir sehen. Weißt du, was ich sehe? Ja, gerade aus der Hölle. War nicht. Was ist das Ding? Ja. Ich finde das Gebiet mega. Ich da schon was Nices gefunden, okay? Okay. Krass. Schau mal, dass wir auch was Nices finden hier. Dir. Warum bin ich so schwer? Oh, okay, endlich mal Höhlen mit runtergehen. Mit Bergsteigen. Okay, wenn wir aber hier runterspringen, kommen wir nicht mehr hoch, oder? Der gibt bestimmt einen anderen Ausgang, oder? Glaube ich nicht. Vielleicht müssen wir sogar da durch. Vielleicht. Oh, wie riesig das Ding ist einfach. Wir tragen es in diesen kleinen Rucksack, wo ich es auf habe. So ein kleines. Kann das da reinpassen? Das ist so richtige Mammelstoßtank, leiste die sich. Die dritte in der Mitte. Ja, wie bei Total Recall. Ich komme jetzt da runter. Da ist ein Wurmding noch, da kommt noch ein Wurm raus. Ja, schön, aber wir haben nichts zum Bauen, um da runter zu bauen, gell? Und wenn wir da nicht mehr hochkommen, was dann? Ach, stimmt, ja. Ich kann ja noch. Was möchte ich denn bauen hier? Kannst du was wenn bauen? Wenn du mir Fasern gibst, dann kann ich bauen. Oder was brauchst du? Ich kann das selber bauen. Ja. Ich hab noch 170 Holz. Ich hab 5 Rampen. Schauen wir mal. Kannst du eine Plattform hier bauen? Oder gib mal alles Holz. Ich hab noch so einen Steinbalken, habe ich noch. Kannst du dich dann festbauen? Sowas? Bringt das was? Nein, Balken bringen nichts. Ich kann nichts bauen, nee, mir fehlen einfach nur Fasern. Holz. Mir fehlen halt Fasern. Hier, Holz, zack, runterwerfen. Zack, danke. Dann baue ich halt so ein Ding hin, weißt du? Krass. Craft, deploy. Zack. Ich glaube, das bricht, bevor wir unten sind. Okay, doch nicht. Siehst du? Hier geht's ja nämlich nicht weiter. Wenn wir jetzt hier runtergesprungen, RIP. Ja, dann hätten wir halt gestorben, wenn wir respawnt hierher gelaufen. Also hier ist. Was, wo ist denn hier das Geiles? Hast du eine Fackel? So, da habe ich schon seit 10 Minuten in der Hand. Ich baue mir auch kurz eine. So. Ah, schon besser. Wie schnell die Maus jetzt wieder hier ist, ey. Ich will noch gucken. Ah, hier hat man so geile Fest gerade. Okay, dann laufen wir hoch. Ich lauf hinterher und baue alles ab. Ja, aber warte mal, hier muss doch irgendwas sein, oder? Nein, safe, dass hier nichts ist? Ist doch ein einzigartiges arktisches Gebiet, was noch nie so da gewesen ist. Einfach krass, Titanen der Hölle sind hier. Geil, Mann. Und Lungenentzündung. Ah, super. Und ich hab mich weg. Ah, Mann, Alter. Ich hab die Tablette natürlich genommen vorher, die du mir gegeben hast. Ich hab keine Ausdauer, komplett null. Oder? Die verrückten, die vierte. Krass, Mann. Ja, ich finde dieses Schneegebiet ist so schön. Das unterscheidet sich so enorm von dem anderen, wo wir waren. Stell mal kurz Lagerfeuer auf.
Hast du deinen Schlafsack dabei? Ich habe meinen dabei natürlich. Ja, natürlich. Vorbildlich. Perfekt. Genau. Na? Ach Mann, ey. Ist hier nicht so einfach, sag ich dir. Hast du noch Holz? Nee. Ich hab Splitstack einmal. Zack. So. Zwei, glaube ich, reichen, ne? Hast du nicht gesagt, du hast drei? Reichen doch zwei. Oder nicht? Oder ist es noch zu kalt? 3 Minuten immer. Ja. Mensch, gar mal entspann dich mal. Sein Survival-Spiel, das ist ganz neu. Das kriegen wir schon hin. Die geben sich ganz, ganz viel Mühe, dass sie den Mamas programmieren. Hörst du das Ding von AMD, die andere Engine, auf die auch No Man's Sky ist, gebaut? Keine Ahnung. Nicht die Engine, sondern das Interface. Die Schnittstelle meine ich hier von Tyrotix. Das Pandora dazu. Cool, Mann. Ja, jetzt endlich mal Action hier. Voll geil. Ein Lagerfeuer hier in der Höhle. Und ein neues Schneegebiet. Alles weiß. Also ich bin so begeistert von diesem Content hier gerade. Du auch, Enzo? Auf jeden Fall. Progress ist da. Das Schönste ist, wir können das alles mit Kate und Yaro teilen und Gamma und Kai und Olum und Mausi mit allen teilen. Was jemand vergessen hat, einfach schreiben. Kuss. Außerdem hatten wir schon mal so eine Höhle, ne? Am anderen Eisgebiet. Die eine da, wo wir die, weißt du noch, wo wir die Baracken aufbauen mussten? Ja, aber halt nicht so, dass wir so runter mussten, oder? Doch, genau so. Nee, das ist neuer Content hier so auf. Bin begeistert. Echt so? Echt jetzt oder was? Ja. Die Höhle in dem Fels, in dem kleinen Berg drin, weißt du, wo du oben drüber laufen musst. Da ging es genauso runter wie hier. Heftig. Stell dir mal vor, jetzt wären hier vier Alpha-Mammuts gekommen. Wo du in der Gatling Gun aufstellen musst. Das wird doch ultra. So viel Arc gespielt. Noch bis Sturm zu ist, dann gehen wir weiter, oder? Gehen wir schlafen, dann gehen wir weiter, ja. Geil, Mann, hier ist einfach hier eine neue Arktis, noch mehr Dinger. Yes! Yes! I'm so hyped. Ich bin so hyped, dass ich jetzt ein Beef hier esse, fertig. Einfach Beifall. Beifall muss sein. Oh geil, ich hätte jetzt auch Bock auf ein Beifall. Beifall muss mit. Alter, hier hat so viele Höhlen. Ein wiederkehrendes Abo. Wow, Hammer. Ist der Wahnsinn. Icarus Prime. Also das ist der Wahnsinn. Icarus Prime, Mister, danke dir.
Es ist jetzt der 9. Tag. Es ist jetzt noch interessant für ein paar Tage und dann ist wieder gut. Na klar. Es ist ein Survival. Da spielt man halt ein bisschen fertig hier. Kein Problem. Oh, das sollte kleckert, habe ich. Kleckert habe ich. So. Na klar. Danke dir für einfach 8 Monate reingesuperinert. Wie geht's dir in deinem Urlaub? Was hast du denn gezockt? Ja, ist fein. Ja. Alles ein Spiel, was mich mehr als 2-3 Tage begeistern kann, kommt nicht oft vor. Aber das ist okay. Jetzt laufen wir ein bisschen rum. In der Arktis. Ein bisschen im Sand vorher. Wie gestern vor ein paar Tagen. So. Ich schätze mal so. Ich weiß nicht wie lang. So ein Spielberg erst halt maximal. Keine Ahnung, maximal einen Monat, aber ich glaube 2. Boah, voll gespritzt hier. Lass mal anlegen. So. Bin ich nicht ready? Sind wir ready? Was ist jetzt? Also ich hab so schauen wir mal auf Arc Primal Feeling. Komm mal gucken. So. Mhm. Du hast Warframe voll geil gefunden, das war nicht zu komplex für dich, finde ich gut. So. Muss ich aber auch hinlegen dann, oder? Ja. Du liegst auf mein Bett. Also. Sein hier, guck mal an hier. Immer Multicam. Klar, das Extend Server ist ein PC, der hostet uns, wir können da drauf joinen und fertig. Muss sein, also ich liebe dieses Regie führen. Beste. Viel besser als zocken. Ist ja das Mindeste hier, Mister, kennst es ja. Es hat Gags Quality. So muss das sein. Ich gebe mich mit weniger nicht zufrieden. Sonst brauche ich nie streamen. Gegenüber ist nochmal eine Höhle. Nee. Habe ich noch nicht immer viel gemacht. Bisschen Gartenarbeiten und fertig. Mehr nicht. Ich mache Luminous eigentlich jeden Tag, nur gestern habe ich es nicht geschafft, weil hier der Server angeblieben ist. Okay, das ist ein Jump'n'Run. Wo sind die ganzen Würmer hier aufgetaucht eben? Was, unten wo? Sind die. Unten sind die aufgetaucht, okay. Wow, wow, wow.
Das ist das erste, die erste Cave, die einigermaßen was hat hier. Aber das war's, mir ist hier nicht. Ich war kein Fan von R-Caves, aber ich, das ja, ist die erste Cave, die so ist. Das war's, oder was? Mehr ist nicht, oder wie? Und so. Ist da oben nicht das Ding? Das eine erste? Wo? Da oben kann das Erd sein. Ich sehe nichts. Ich geh mal weg. Karan, das ist das erste Mal so eine Höhle hier. Ist das nicht unser Main-Erz? Das ist Kohle. Safe? Das ist Kohle, ja. Warte, ich kann ja mal schauen gehen. Aber nicht, dass wir kaputt gehen. Wir müssen noch wieder zurück uns bauen, gell? Eisen. Okay, dann sag ich dir Kohle. Schau, ist wieder kalt, sag ich dir. Aber darüber kommen wir nicht ohne Plattform. Ich würde lieber Plattform nutzen, da hochzukommen. Statt zu springen. Es ist entspannter. Hey, dann kommst du genau rechtzeitig, Mister. Wir haben so viel durchgemacht. Wir haben 24 Stunden auf die Mission hier haben wir hingespielt. Wir haben es aufgebaut, Rang 4 und das erste Mal Fabrikat Electronics. Das ist so krass umfangreich hier. Ja? Geil, Mann. Aber noch kein Ding, wie er gesagt hat. Er hat gemeint, hier gibt es ganz, ganz viel von dem Material. Ja, er hat gemeint, hier gibt es auch mehr von denen. Ja. Und es ist einfach ein neues Schneegebiet, einfach weiß. Ja, es geht mit dem Skillbaum. Ja, also ich habe schon ein bisschen Rüstung. Ist aber hart, das Grind mit den Missionen. Wir kriegen jetzt für die 600 Punkte, falls wir sie schaffen. Ich habe schon zwei Rüstungsteile. Und ein paar Module. Und eine Axt und sowas. Aber es hat harter Grind. Alter, das ist ja riesig hier. Guck das mal an. Das ist so geil, Mann. Sure. Übelst nice, Mann. Ey, das ist, also ich bin so begeistert. Schon geil aus. Einfach weiß. Wüste waren wir auch, genau. Wüste sind halt Hyänen, Leoparden oder Geparden, was auch immer. Da sind halt, ist halt bis paar Flüsse, die er durchführt durch die Wüste. Wüste ist geil, aber Forest ist so ein bisschen besser. Oder wo du im Forest startest und dann zu den Wüsten hin, zur Wüste hingehst. Wüste alleine sind zu wenig Materialien. Die machen das Ganze ein bisschen komisch. Aber ist okay. Wie weit müssen wir noch scouten hier? Das abgeschlossen. War's. Mission komplett. Wie weit dürfen wir denn noch gehen? Ein bisschen dürfen wir. Schau mal, hast du noch Höhlen hier? Wir wollen. Wir haben hier kein... Ja doch, ein bisschen haben wir. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber da vorne... war gerade irgendwas. Wüste. Wüste, Sumpf. Schnee und Wald gibt es. Also wenn es eine Karte gibt für diese exotischen Dinger, dann würde ich die gerne nehmen. Falls irgendjemand hat. Weil hast du geschaut, ob es Höhlen gibt noch? Ne, keine Ahnung.
einfach Content. Weiß, Berg und Steine. Content pur. Gigantisch, Mann. Gigantisch, kannst du dir nicht vorstellen. Gigantisch. Mister, was sagst du? Krass. Das Kabel, das hast du noch, gell? Das verbraucht sich nie. Ja. Das ist nichts mehr. Dick. Noch nie da gewesen. Jetzt nächste Mission, kämpfe gegen 20 Mammuts gleichzeitig. Ich kite sie durch das ganze Schneegebiet und pass auf, dass sie sich nicht töten. Haben wir in der Höhle da? Weiß nicht. Kann sein. Nein, war der nicht. Es sind halt einige Sachen auch sehr, sehr enttäuschend, Mister. Aber jetzt feiern wir einfach mal diese schöne Gegend hier. Die müssen noch sehr, 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 sehr viel am Spiel arbeiten, dass es gescheit wird. Also ich sag mal Beta vielleicht 20-30%. Wenn überhaupt. Und ich weiß, Enzrik ist immer auf, aber ich vergleiche es halt mit ganz anderen Spielen. Und da ist der Content halt erst vielleicht 10% von allen anderen. Aber es kann ja noch kommen. Spiel des Releases, kommen noch 3 fette DLCs. Passt ja. Und das findet das Rad halt nicht neu, es fängt ja wieder von Anfang an. Aber das ist ja das Tolle. Es fängt von Anfang an. Es sind einige Sachen sind interessant. Einige sind wie bei anderen Spielen auch. Hat Potenzial, dass sie ganz, ganz viele verschiedene Maps und Inseln machen und hinfliegen kann. Oder? So richtig geile Maps noch und Inseln, oder? Wo wir hingehen können. Und alles entdecken. Und an dem Spawn müssen wir noch ein bisschen arbeiten, an dem ganzen Sach mit dem Erz, wo sie spawnen, müssen wir noch feilen. Und dass man. Dass wir uns so ein bisschen schneller fortbewegen können. Auf irgendeine Art und Weise wäre auch nicht schlecht. Alter, ist das. Ist es hier alles offen oder was? Guck mal, bis oben rechts, oder wie? Ja. Hast du gesehen? Mhm. Das ist bis. Oh scheiße, stopp. Ich darf nicht jetzt zurück. Oh Gott, ich muss zurückkommen. Schnell. Oh, ich hab auf der Karte. Lol. Okay, ich darf hier nicht hingehen, wo ich bin. Geht nicht. Ist nicht offen. Ist nicht offen. Es ist. Ach so, es ist. Nee, das Schwarze. Ach lol. Da ist ein Gitter und dann ist das Schwarze. Die Maps sind immer so ein bisschen begrenzt, Mr. Aber wir noch hier. Du darfst ja nicht überall hingehen. Das ist alles begrenzt. Ja, nur aber nur in Missionen. Da ist eine Höhle, da will ich gerne rein. Hm? Mag mal. Was hast du schon? Ja, wo? Ach da, machen wir auch mal. Wenn jemand Host macht und andere connecten drauf, hast du 5 bis 10 Frames weniger pro Spieler drauf connected. Und wenn der Host ein bisschen Frame Drops hat, das ist ein bisschen Ruckel bei dem, sind die Klienten auch davon besser.